Mein Name ist Marie. Schon mit 14 Jahren habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Meinen Alltag bekam ich trotzdem immer bewältigt, sodass meine Alkoholabhängigkeit niemandem auffiel. Heute bin ich trocken und möchte über die Folgen und Gefahren der Abhängigkeit aufklären. Hallo Marie. Hi. Luca interessiert, warum hast du angefangen zu trinken? Ich habe angefangen, Alkohol zu trinken, weil ich mir das bei anderen abgeschaut habe. Ich fand es halt total interessant, also wie das auch wirkt. Und ja, es hat einfach schon in jungen Jahren bei mir auf der Schule dazugehört. Also da gab es mehrere so Homepartys. Ich glaube, ich war in der 5. oder 6. Klasse, war da eingeladen und da waren ganz viele da. Und ich habe Baileys getrunken, ist mir auch irre schlecht von geworden, habe ich danach nie wieder angerührt. Und ja, irgendwie ging es dann immer weiter. Alexius interessiert, waren deine Eltern Alkoholiker? Alkohol war in meiner Familie immer präsent, also egal auf welchen Festen oder zu welchem Anlass. Aber ich habe das nicht so wahrgenommen, dass jetzt einer von beiden alkoholabhängig wäre. Ich komme aus München ursprünglich und da ist so die Bierhauptstadt. Ja, da wurde immer Bier getrunken. Das hat einfach eh schon als Kind auch dazu gehört, dass ich vielleicht mal an einem Bierschaum genippt habe. Meine andere Seite ist italienisch und da gehört eben der Wein so dazu und so dieses gemütliche Beisammensitzen und von der Seite habe ich das auch mitbekommen und war für mich deshalb auch nichts Abnormales. Faye Luna möchte wissen, was hat zu deinem übermäßigen Alkoholkonsum geführt? Also es war ein sehr schleichender Prozess. Ich habe am Anfang wirklich ja, gelegentlich getrunken, habe zu Partys getrunken oder nach der Schule getrunken, wenn man mal sich zusammen an den Fluss gesetzt hat oder in die Stadt gegangen ist. Und da ist mir das noch gar nicht so aufgefallen. Und irgendwann, ja, je älter ich wurde, desto mehr Verantwortung auch in mein Leben kam, also vor allem im Studium, desto mehr habe ich auch getrunken und desto mehr Partys bin ich gegangen. Ich bin schon früh in Clubs gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich ein Problem sein könnte, so viel zu trinken. Das Ding war, dass es mir immer schlecht gegangen ist. Also jedes einzelne Mal eigentlich, wenn ich getrunken habe, habe ich ja, gekotzt oder am nächsten Tag totalen Schädel gehabt und musste mich da erstmal so richtig erholen von. Aber ich habe halt trotzdem immer weitergemacht und es war sehr schön, mit anderen zusammen zu trinken und deshalb habe ich gar nicht, also auch gemerkt, dass ich damit ein Problem haben könnte, wenn ich immer wieder mit allen mittrinke. Und irgendwann ist es so geworden, dass ich jeden Tag getrunken habe. Ich hatte damals schon viele Krankheiten und es war sehr belastend für mich, weil ich immer so eine Sonderrolle hatte und einfach anders war, vor allem in der Schule. Ich hatte Fehlzeiten und so. Und für mich war es besser zu trinken, weil ich dann lockerer war. Ich habe nicht so über meine Probleme nachgedacht. Ich hatte auch zu Hause oft Stress und das konnte ich dann so alles abfallen lassen. Und habe dann ja, mir das also Alkohol als Mittel meiner Wahl geholt, um mich davon zu betäuben. Judith Papp hat sich gefragt, wie hat sich der Alkoholkonsum auf deinen Schulalltag ausgewirkt? Also ich bin trotzdem zur Schule gegangen, vor allem bis zur 9. Klasse, außer ich war krank. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ob das am Alkoholkonsum lag. Das eine oder andere Mal auf jeden Fall. Es haben sich aber, muss ich sagen, durch meinen Konsum die Schmerzen auch wieder angehäuft. Und ich bin deshalb auch häufig nicht in die Schule gegangen und konnte dann auch gar nicht differenzieren, liegt es jetzt am Alkohol vom Vortag oder liegt es einfach nur an den Schmerzen. Ich wollte auch nicht, dass das irgendwem auffällt, also weder zu Hause noch irgendwelchen anderen Leuten, das war mir unangenehm. Meine Mutter hat schon mitbekommen, dass ich trinke und dass ich auch mal zu viel trinke und hat dann auch gesagt, Mensch, warum hast du jetzt wieder so viel getrunken? Aber es haben jetzt nicht so starke Konsequenzen gefolgt. Ich wünsche mir schon, dass meine Mutter mehr gesagt hätte und meine Eltern einfach gesagt hätten, so jetzt wir müssen das irgendwie vielleicht professionell mit professioneller Hilfe angehen und einfach schauen, warum trinkst du denn? Einfach so ein Gespräch, um die Ursache herauszufinden. Schildi interessiert, wann gilt man als Alkoholiker? Ja, man gilt schon sehr früh als Alkoholiker. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Also es gibt so drei verschiedene Arten und die einen trinken halt gelegentlich, die anderen trinken phasenweise und die anderen trinken immer.
Und bei mir war es einfach so, dass ich erst gelegentlich getrunken habe, dann phasenweise, also dass ich Phasen hatte, da habe ich ganz viel getrunken und Phasen, da hatte ich einfach gar keine Lust darauf, habe mich auf die Schule mehr fokussiert, aufs Lernen fokussiert, habe mich mehr so eingeigelt. Also das lag auch an meinen psychischen Belastungen. Also ich war sehr depressiv eine Zeit lang und dann gab es wieder Phasen, da war ich nur draußen. Also da war ich nonstop am Feiern. Jeden Tag, egal wo, egal welche Gelegenheit. Und da bin ich wirklich also richtig hängen geblieben und habe mein Leben so volle Kanne zelebriert. Und hat sich halt die Abhängigkeit so entwickelt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Und irgendwann habe ich regelmäßig getrunken und so wechselt es immer. Und das bekommt man eigentlich gar nicht mit, aber man gilt schon sehr früh als abhängig. Also da gibt es auch Tests, die man machen kann und da werden viele erstaunt, denke ich. Lilo hat sich gefragt, ist man sich selbst dessen bewusst, dass dieses Verhalten problematisch ist? Ich denke, dass es anderen Leuten schon bewusst ist. Ich kenne auch tatsächlich Menschen, denen ihr starkes Trinkverhalten bewusst ist, auch dass das ein Problem ist, aber die tun trotzdem nichts dagegen. Und mir war es auch bewusst ab einem gewissen Punkt, dass es nicht normal ist. Ich hatte einen Freund, der hat eine alkoholkranke Mutter gehabt, die hat mehrere Flaschen Wodka am Tag getrunken und ist auch aufgrund dessen verstorben. Und ich habe das halt von ihm schon sehr früh unserer Freundschaft erfahren. Und wir waren richtige Kumpels und haben alles Mögliche miteinander gemacht. Uns hat aber tatsächlich auch der Alkohol verbunden. Also schon bei unserem ersten Treffen haben wir zusammen Bier getrunken. Und es ging immer weiter. Und irgendwann habe ich mitbekommen, dass er Liquid Ecstasy in die in Alkohol oder in Wasser packt und das halt auch nimmt. Und habe dann erst so gedacht, er hat ein Drogenproblem, also nur ein Drogenproblem. Habe dann gar nicht mitbekommen, dass er übermäßig viel trinkt. Und das hat sich dann mit den Monaten und den Jahren immer mehr gesteigert. Und da habe ich dann gemerkt, was ein richtiges Alkoholproblem ist und was für schwere Folgen das haben kann. Bei ihm ist es leider so gewesen, dass er sich nicht mehr erholt hat davon. Es wurde immer schlimmer. Also er hat einen Job verloren und hat dann auch keinen neuen mehr gefunden. Ja, es wurde so heftig bei ihm, dass er seine Wohnung verloren hat, seinen Hund verloren hat, alles. Er hat auch mehrere Therapien gemacht und die haben auch nichts gebracht. Und er hat dann am Ende eben auch halb auf der Straße gelebt. Ich habe ihn dann nochmal getroffen. Und da war er schon total am Ende, also hat mich noch umarmt und hat geweint und hat auch gesagt, dass er schon so fertig ist und mir ging das auch total nah. Ich habe da auch erstmal ziemlich lang zu knabbern dran gehabt und ein paar Monate später hat mich eine Freundin angerufen, dass er an Organversagen gestorben ist. Ich habe tatsächlich danach trotzdem nicht aufgehört zu trinken, also ich habe meinen Konsum und seinen Konsum als zwei völlig unterschiedliche Dinge gesehen. YT451 möchte wissen, wie kommt es, dass viele Alkoholiker ihren Alltag aber im Griff haben? Also Alkohol hilft halt sehr vielen, egal in welcher Branche, um zu funktionieren. Also es gibt Ärzte, die haben eine ruhigere Hand, wenn sie trinken. Es gibt Menschen, die halt ihre Nerven durch Alkohol behalten. Weil es eben an die entsprechenden Stellen im Gehirn andockt und leider so einen positiven Effekt hat. Bei mir war es so, dass ich mit Alkohol besser durchhalten konnte. Also ich konnte noch nie so viel leisten, ich konnte nicht so viele Stunden am Stück arbeiten. Es lag an der Migräne und dass ich mich einfach sehr, sehr, sehr schwer konzentrieren kann. Und Alkohol hat mir geholfen, mich zu konzentrieren. Ich habe irgendwann während meines Studiums getrunken, wenn ich irgendwelche Arbeiten geschrieben habe oder so, weil ich dann einfach das Gefühl hatte, ich kann mich besser konzentrieren. Im Nachhinein würde ich sagen, dass das totaler Quatsch war. Ich hätte es auch ohne geschafft, aber ich habe mir das halt eingebildet, dass ich das brauche. Und so habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut. So habe ich einfach alles irgendwie gemanagt und es hat niemand mitbekommen. Also ich bin auch zu Familienfeiern hin und ich konnte ja auch immer was Positives erzählen. Also auch von mir, von meinem Tag, jedem eigentlich. Und das hat keiner mitbekommen.
Evil Muffin interessiert. Wie ist es, eine Alkoholvergiftung zu haben? Man hat überhaupt keine Kontrolle mehr über seinen Körper. Ich hatte so ein Erlebnis an meinem 17. Geburtstag. Da war ich in einem Club, da haben wir aber erzählt, dass ich 18 werde. Und waren Freunde von mir dabei, die haben ja genauso viel getrunken wie ich. Ich war trotzdem total hyped an dem Abend und habe dann Wodka Bull gemischt mit Champagner und habe das immer so im Wechsel getrunken und war dann richtig gut drauf. Bin auch immer wieder mal rausgegangen aus dem Club, habe eine Zigarette geraucht, ich habe auch sehr lange Zeit geraucht. Und dann kann ich eigentlich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Vielleicht kann ich mich noch dunkel erinnern, dass ich zum Klo gewankt bin. Letztendlich musste die Tür in dem Club aufgebrochen werden von der Toilette und man hat mich dann über der Schüssel bewusstlos gefunden. Und dann ist sofort der Notarzt gekommen und hat mich aus dem Club rausgetragen. Ich hatte mich wohl schon so lange übergeben, dass mir der Magen nicht ausgepumpt werden musste. Und dann lag ich erstmal. Also ich habe davon auch gar keine Erinnerung mehr in der Klinik zum Ausnüchtern und irgendwann bin ich dann aufgewacht und war eigentlich erstaunlicherweise recht fit, weil ich halt dementsprechend Elektrolyte und alles bekommen habe. Ich habe mir auch im Nachhinein angeschaut, wie schnell man schon eine Alkoholvergiftung hat und es gar nicht weiß. Also ich kann fast sagen, dass ich vielleicht 90% eine Alkoholvergiftung hatte, weil ich es tatsächlich immer so übertrieben habe. Trainer Heiko CR hat sich gefragt, warst du schon mal kurz davor, an einer Alkoholvergiftung zu sterben? Ja, also an dem Abend an meinem 17. wäre ich fast gestorben. Ich glaube, dass es noch andere Alkoholvergiftungen gab, andere Abende gab, wo es sehr knapp war. Ich muss allerdings sagen, dass ich nur 3-mal bewusstlos war und das war dann so das, wo ich sage, das war schon sehr knapp. Feuerball möchte wissen, was war die größte Schwierigkeit, davon loszukommen? Am schwierigsten war es für mich, dass ich diese Gewohnheit ablege. Weil es für mich Gewohnheit war, vor allem mit anderen zu trinken. Und ich hatte da so eine Scheu, Freunden, Bekannten zu sagen, hey, ich trinke jetzt nicht mehr. Und diese Reaktionen auch von anderen, da hatte ich Angst vor. Ich wollte auf jeden Fall die Wirkung nicht missen. Ja? Ich wollte ja trotzdem mich gut fühlen und eine Abhängigkeit, wenn man da einmal drin ist, dann ist es allgemein einfach schwer, da rauszukommen. Da muss man schon sehr, sehr stark sein. Liliana Bildin möchte wissen, wie reagierst du jetzt, wenn Leute dich fragen, ob du ein Trinken gehen möchtest? Ich sag nein. Mir fällt schwer, nein zu sagen, weil man dadurch nicht so gesellschaftsfähig rüberkommt. Aber das bin ich trotzdem. Ich finde es halt schade, dass man nicht irgendwo mitgehen kann und nichts trinkt oder nur Wasser trinkt und man dann eher so eine Ausnahme ist oder ein Außenseiter ist. Und deshalb gehe ich schon eigentlich bei vielen gar nicht mehr mit. Ich merke, dass wenn ich irgendwo abends dabei bin und nichts trinke und einfach Wasser bestelle, ich trinke eigentlich nur noch Wasser und es stört mich auch nicht, dass es andere stört. Also, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie sehen, dass ich nichts trinke und auch mitbekomme, wie sie sich so verändern und die Stimmung sich verändert. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe nichts dagegen, wenn jemand trinkt. Ich kann da problemlos dabei sein. Aber irgendwann ab einem Punkt, wo so ein Pegel erreicht ist, da wird es für mich auch einfach anstrengend. Ich erzähle auch nicht jedem meine ganze Story, weil dann kommt oft so, oh, sorry, ich wollte nicht zu nahe treten und so, das wusste ich nicht. Und für mich ist das auch ganz okay. Also ich möchte eigentlich eher so andere Leute gar nicht in die Situation bringen, dass sie sich jetzt schämen, mich da gefragt zu haben oder so. Veilchen Kitty möchte wissen, wie hast du es geschafft, trocken zu werden? Das Erste war, dass ich eingesehen habe, dass ich meinem Körper so sehr schade damit. Und ich halt wahnsinnig viel recherchiert habe, was genau da mit dem Körper auch passiert und wie das nur so weit kommen konnte, dass ich mich so schlecht fühle körperlich. Ich wusste einfach an dem Punkt, entweder du veränderst dich jetzt komplett und du hörst damit auf oder du hast keine Chance mehr und es geht weiter bergab. Und deshalb ist es mir an dem Punkt nicht so schwer gefallen. Was nicht gut war, war ein kalter Entzug. Das weiß ich im Nachhinein. Ich hätte das begleitend machen müssen, entweder in der Klinik oder zumindest mit therapeutischer Unterstützung. Ich habe das wirklich alleine durchgezogen, weil ich einfach in dem Moment so belastet war durch meine Krankheiten und durch meine Psyche, dass ich
gar keine Lust hatte, mich zu öffnen jemanden und diese ganze Geschichte aufzurollen. Ich hatte so Angst, dass das dadurch noch schlimmer werden könnte, weil ich nochmal alles hochholen muss und alles erzählen muss. Und das wollte ich in dem Moment nicht. Ich wollte einfach so mein Ziel vor Augen haben, die Zukunft fokussieren und das alles besser machen. Und das Allerwichtigste war, dass ich leider wirklich zu allen Bekannten, zu allen Freunden, die ich kannte, den Kontakt abgebrochen habe. Und ich habe dann auch meine Wohnung gekündigt, auch im alten Wohnort, und bin dann nur noch mit dem Auto rumgereist, bin erstmal nach Österreich und habe dort alles komplett resettet. Also ich habe nochmal neu angefangen. Es war ganz wichtig für mich, die Zeit alleine zu verbringen, also die Zeit mit mir, Musik zu hören, mich einfach nur in den Park zu setzen und Kindern beim Spielen zuzuschauen, so wirklich ein Achtsamkeitstraining zu machen und mich wieder auf die kleinen Dinge im Leben zu fokussieren, auf meine Atmung zu fokussieren, auf meinen Körper zu fokussieren, richtig reinzuhören und mich wieder zu finden. Robin hat sich gefragt, welche Entzugserscheinungen machen sich bei dir bemerkbar? Also mittlerweile habe ich glücklicherweise keine Entzugserscheinungen mehr, aber am Anfang war es schwitzige Hände, alles, also Nachtschweiß, es war ganz übel. Ich habe Hitzewallungen bekommen, ich war sehr depressiv, ich war sehr traurig. Ich bin am Anfang so gar nicht mit mir klargekommen und war ja so verzweifelt, also wirklich, weil ich mich gefühlt habe, als wär ich in so einem schwarzen, leeren Raum und alles um mich herum muss ich jetzt erstmal wieder mit Farbe füllen oder mit Licht füllen. Und das war sehr, sehr schwer und das waren so die schlimmsten Symptome, muss ich sagen, als ich aufgehört habe zu trinken. Stefanie hat sich gefragt, sollte das Mindestalter für Alkoholkonsum erhöht werden? Ja, definitiv. Also ich finde, dass man ab 21 wirklich in einem Alter ist, wo man entscheiden kann, ob man sich das antut oder nicht. Ich finde, vorher ist es nicht in Ordnung. Ich finde es auch krass, weil das war das geringste Problem bei uns. Wir haben immer Alkohol bekommen, egal wo, egal an welchem Kiosk oder wenn es dann halt bei anderen waren, in welchem Supermarkt, mit gefälschten Schülerausweisen oder manchmal auch ohne. Und der Zugang ist zu leicht. Und ich finde, dass das auf jeden Fall geändert werden sollte, dass man überall an jeder Ecke Alkohol bekommt und dass es ganz normal ist und so eine Volksdroge ist, eine anerkannte Volksdroge ist. Maria hat sich gefragt, was würdest du Jugendlichen raten? Also ich würde jungen Leuten immer mit auf den Weg geben, sich echt gut zu informieren, was man sich da antut, mit Geschwistern reden, mit älteren Leuten drüber reden, sich einfach mal so über die Erfahrungen auszutauschen und nicht immer nur so dieses Verbot im Kopf zu haben und zu sagen, ja, meine Eltern wollen das nicht und deshalb mache ich es jetzt trotzdem. Man entwickelt da irgendwie so ein Protestverhalten irgendwann und trinkt dann einfach, weil es verboten ist und dann macht es am meisten Spaß und weiß auch eben jeder andere macht, sich fragen, warum trinke ich? Das ist der wichtigste Punkt. Warum kaufe ich mir jetzt ein Bier? Warum kaufe ich mir einen Wein? Warum tue ich das überhaupt? Und wenn man da eine richtige Antwort für hat, dann sollte man eben mit anderen, die älter sind und erfahrener sind, auch darüber reden und sich austauschen und da wirklich keine Angst vor haben. Auch mit Freunden einfach drüber reden. Du, wie wirkt eigentlich der Alkohol bei dir? Ich habe mit vielen nie mich getraut, drüber zu reden und später kam dann erst raus, dass den meisten auch schlecht ging und die haben aber immer nur so getan, als würde es ihnen gut gehen und es kam dann raus, okay, die haben dasselbe Problem, ja, und deshalb ist der Austausch ganz wichtig. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Ausgetrunken, 31 Gründe für ein Leben ohne Alkohol. Da findet man auf jeden Fall Gründe, warum man es lassen sollte, vor allem körperlich, was der Alkohol anrichtet mit einem. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert hier den Kanal. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie Nadira mit ihrer Crystal-Sucht klargekommen ist, klickt hier.